Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online auf Kadi Gaming. Ja, ich stehe gerade am Wandermarkt. Dieses Mal werden tatsächlich meine Starcoins ein klein wenig leiden, wenn ich denn die Sachen schon kaufen kann vom Level her. Denn hier gibt es wirklich einige schöne Sachen, die man nur für Starcoins kaufen kann und auch wirklich nur hier am Pferdemarkt. Und ich möchte mir auch noch ein neues Pferd kaufen, auch wenn meine Kleine hier noch nicht ausgelevelt ist. Aber das liegt einfach daran, dass ich ja sowieso ein Araber Pinto kaufen wollte und ich meine momentan 750 Starcoins, 200 Starcoins günstiger als normalerweise, plus Ausrüstung, da wäre ich dumm, wenn ich jetzt sagen würde, ne, den kaufe ich jetzt aber nicht, weil mein Pferd nicht ausgelevelt ist, dann zahle ich lieber in der Woche 200 Starcoins mehr, also so übertrieben gesprochen. Ich bin aber momentan noch unentschlossen, welchen Araber Pinto ich nehme. Einen hiervon habe ich, aber auch der lacht mich trotz allem, also auf Dina, aber der lacht mich trotzdem wieder sehr, sehr stark an. Ich bin momentan wirklich sehr, sehr unentschlossen. Also ich glaube, diesen hier werde ich nicht nehmen. Den Buckskin, ich bin hier an dem Grullo, überlege ich momentan. Ich mag nur die Ausrüstung. Ich mag die Ausrüstung von dem Grullo nicht ganz so gerne. Aber an dem überlege ich oder eben an dem hier. Das ist auf Dina mein Far Cry. Die anderen beiden habe ich auf Dina nicht. Ich finde es aber nicht tragisch, wenn ich den jetzt auf beiden Accounts haben würde, weil ich finde den einfach nur traumhaft. Ich finde den einfach nur traumhaft und ich überlege jetzt, welchen von diesen beiden. Die Ausrüstung hier gefällt mir gut, die würde ich auch weiter nutzen. Die hier auf dem Grullo gefällt mir leider gar nicht. Ich bin momentan echt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte jetzt trotzdem einfach mal so ein bisschen so eine kleine Shoppingrunde machen, beziehungsweise sowas in der Art. Übrigens ist jetzt alles hier noch kleiner auf meinem Bildschirm, weil ich momentan die Auflösung nicht einstellen kann. Und normalerweise spiele ich ja in 2500x1440 im Fenstermodus. Das geht aber gerade nicht. Ich kann nichts mehr einstellen. Und deswegen spiele ich jetzt auf 3840x2160. Das heißt, die Auflösung ist größer und dadurch wird das Interface in Star Stable automatisch kleiner. So. Und zwar gibt es hier das ein oder andere Zaumzeug, nämlich was mir super gut gefällt. Ich weiß noch nicht mehr, welches davon jetzt generell Champi-tauglich war, welches nicht. Ich werde mal so ein bisschen durchgucken und dann entscheiden, welches ich kaufe und welches ich nicht kaufe. Vor allen Dingen hängt es ja auch vom Level ab. Das hier zum Beispiel ist das Simorland-Trense. Hier, ihr seht es aber als Western-Variante. Habe ich leider gerade ganz knapp nicht die Schillinge für, aber die ist halt sehr, sehr gut. Die ist sehr, sehr gut und die könnte ich mir gut vorstellen, auch dass ich mir die hole. Von Starcoins. Hier so eine bunte Variante wäre ja auch ganz hübsch. Die hier ist leider nicht Champi-tauglich. Die wäre sonst auch toll. Es gibt ja auch noch eins, das hätte ich unheimlich gerne, aber ich weiß nicht, ob es mein Level schon mitmacht. Das hier zum Beispiel kann ich mir leider noch nicht holen. Was ich sehr schade finde, dafür müsste ich Level 12 erreichen. Ich glaube, dass ich das nicht mehr schaffe. Das hier könnte ich mir zum Beispiel holen. Das ist auch Champi-tauglich. Das kann ich mir sogar von Schillingen holen. Dann rutscht zwar die... Obwohl, nee, wisst ihr was? Die Hose... Ja, da muss ich halt noch ein bisschen länger auf die Hose sparen, ne? Das ist dann halt so. Aber ich hoffe so sehr... Das ist auch süß. Aber es ist leider auch nicht Champi-tauglich. Ich hoffe so sehr... Dass das eine Western-Reithalfter, was mir am besten gefällt, dass ich das schon kaufen kann. Ja, ich kann es schon kaufen. Och, cool. Und das ist sogar noch günstiger. Ich liebe das nämlich. Das ist die Western-Zaumzeug-Alternative zum Entdecker-Zaumzeug. Das hier kann ich mir leider noch nicht holen, das braune. Das ist schade, weil das mag ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Wisst ihr was, ich hole mir die jetzt tatsächlich für Starcoins, weil die kosten jetzt nicht so super viel und dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr Schillinge über, weil ich ja auch endlich irgendwann mal eine bessere Hose brauche, ne? Obwohl, wenn ich das hier auch noch holen möchte, das hier, dann sollte ich vielleicht da drauf noch sparen und dann, ach, dann bin ich doch wieder auf Null, aber hä, das ist gar nicht so einfach immer.
Ist gar nicht immer so einfach. Das hier nehme ich dann aber noch und dann hole ich mir das Moorland-Zaumzeug, die Moorland-Western-Trense für Schillinge. Der Wandermarkt ist halt nur ab und an mal da. Da kann man auch mal Ausnahmen machen, hätte ich gesagt. So, Satteltaschen. Ja, Satteltaschen werde ich mir jetzt hier, denke ich, nicht, dass ich mir hier eine kaufen werde. Hier sind zwar schöne bei, aber das sind halt auch wieder, Schillinge, ne, die ich dann ausgeben müsste. Ja, und diese krass weißen Bandagen, die gibt es wirklich nur hier. Die gibt es wirklich nur hier auf dem Wandermarkt. Die anderen sind nicht so extrem weiß. Die kosten zwar die 149, die nehme ich aber mit, weil die gibt es sonst nirgendwo. Wenn ihr die im Vergleich seht zu den weißen aus dem Shopping Center, die auch so wirklich bandagiert sind, ihr werdet aus dem Shopping Center, ihr werdet nie wieder sagen, oh, die sind aber schön weiß. Werdet ihr nie wieder sagen. Na, die Handschuhe sind auch mega, die hätte ich halt auch gerne. Ja, sehr. Ich shoppe jetzt hier mal einiges von Starcoins, weil eben Wandermarkt und so, ne? Die Sachen, die dauerhaft da sind aus dem Shopping Center, die möchte ich mir nicht für Starcoins holen. Die Hose wäre natürlich auch, wie sieht die denn von hinten aus? Ich würde die mal gerne... Ich weiß nicht, die ist mir eigentlich ein bisschen zu hell. Obwohl die im Sommer schon auch cool ist, bestimmt. Das überlege ich mir mal noch. Das hier gab es auch nur hier? Echt? Gut, das kann ich mir auch noch nicht kaufen. Die Mütze ist ganz süß. Ja, hier, guck mal, die rote Hose, die hat doch... Oh, guck mal. Die könnten wir uns ja bald kaufen. 4050 Schillinge. Die müsste ich doch eigentlich noch zusammenbekommen jetzt in der Zeit, wo der Pferdemarkt noch ist. Die müsste ich doch hoffentlich eigentlich noch zusammenbekommen. Auch die hier, die ist ein bisschen anders. Die grüne gibt es ja auch noch. Guck mal, die hat so ein bisschen krassere Nähte. Und die hat weniger krasse Nähte. Oh Wunder. Ich mag ja, glaube ich, die hier lieber. Die könnte ich mir sogar jetzt kaufen. Dann ist nur, da passt die Mütze nicht mehr so ganz zu, die ich hier habe. Aber guck mal, dann habe ich eine top-chumpy-taugliche Hose und die passt sogar zum Pullover. Die kaufen wir jetzt von Schilling. Jetzt bin ich schilling-technisch abgebrannt, aber ich habe eine chumpy-taugliche Hose, Leute. Und die finde ich nach, die finde ich sowieso cool. Ich habe die schon immer total gerne gemocht. Dann holen wir uns die nicht. Ach so, ne, diese komischen Sonnenbrillen möchte ich nicht. Dann muss ich nur mal gucken, dass ich mal bei Gelegenheit einen schönen Helm shoppe, der dazu passt. Ja, dann muss ich hier nur mal noch gucken, wie gesagt, wegen dem hier. Obwohl, das kann ich mir dann definitiv nicht mehr holen für... Hätte ich besser andersrum gemacht, weil die Hose, das hier hätte ich noch schnell zusammenbekommen. Ach, ärgerlich, das hätte ich schnell zusammenbekommen und die Hose hätte mich weniger Starcoins gekostet. Ah, oh, ich war dumm. Ja, komm. Dann habe ich jetzt hier aber alles runter, was ich gerne möchte, bis auf das Pferd. Und da überlege ich momentan noch, welches ich nehme. Da gucke ich einfach auch mal so ein bisschen, was ihr schreibt. Und ja, haben wir jetzt eigentlich gleich irgendwie vielleicht ein Champi? Nee, das nächste, das dauert noch ziemlich lange. Wir haben hier noch Quests, die wir machen könnten in Silverglade. Dann machen wir heute einfach mal noch ein paar Quests in Silverglade. Warte mal, die Handschuhe kann ich dann doch auch tauschen. Weil dann habe ich nämlich auch Chumpy-taugliche Handschuhe. Oh, wow. Da habe ich jetzt gleich dann relativ viel Geschwindigkeit tatsächlich dazu gewonnen für Championate. Guck mal im Vergleich. So war ich vorher unterwegs. So, da hat sich jetzt für Windfeather nichts geändert. Aber bei mir, da hatte ich vorher 24 auf Reiten mit den neuen Handschuhen und der neuen Hose. Habe ich 32 auf Reiten. Guck mal, da habe ich direkt 8 Punkte auf Reiten mehr bekommen. Das dürfte sich schon ganz gut bemerkbar machen.
So, hier haben wir noch eine Quest bei Derek. Oder wir haben hier hinten noch eine Quest bei Donald. Ich glaube, die bei Donald geht nicht ganz so super lang. Ich kann mich aber auch täuschen. Gucken wir einfach mal. Oh. Hallo Tiffany, ich würde dir gerne dafür danken, dass du jeden Tag Wolle für mich holst. Wenn du also ein wenig Färbemittel besorgst, dann kann ich dir eine tolle Weste machen. Kannst du mir damit helfen? Na klar, aber guck mal, das Quest-Interface, das ist angepasst worden. Das ist nicht mehr so winzig, nur halt der Rest ist winzig. Ja, super, ich werde dir eine ganz tolle Weste machen. Um diese Weste machen zu können, brauche ich Färbemittel. Ich brauche Blau, Pink, Rot, Grün und Lila. Ich habe gehört, dass es eine spezielle Blume in Veildale gibt, die ein hohes Maß an pinken Pigmenten enthält, die einen außergewöhnlichen Glanz haben. Du kannst Elisabeth in Veildale um Hilfe bitten. Okay, ja, da würde ich aber sagen, da reiten wir jetzt nicht hin, weil bis dahin sind wir einfach Stunden um Stunden um Stunden unterwegs. Noch habe ich ja ein bisschen Geld. Noch habe ich ja ein bisschen Geld, dann kann ich ja noch mit dem Transporter fahren. So, Veildale Village, auf geht's. Jetzt bin ich auch noch mal schneller, wenn ich dann mich mal wirklich auf den Hosenboden setze und mich auch mal wirklich wieder zu Championaten anmelde. Dann kann ich da vielleicht noch mal die ein oder andere Schleife bekommen. Das wäre auf jeden Fall cool. So. Oh. Hallo Tiffany, ob ich Farbe aus den Blumen-IDs extrahieren kann? Natürlich. Die Blumen haben eine Menge spezieller Eigenschaften. Ich möchte, dass du nur die verwelkten Blumen pflückst und die frischen noch stehen lässt. Das können wir doch machen. Ich brauche 8 welke Blumen, um die Farbe zu machen. Schau dich im Wald um und du wirst sie schnell finden. Pflücke aber nur die welken Blumen. Die Farben bleiben brauchbar, auch wenn sie verwelkt sind. Ja, dann. Das ist ja super, wenn man dann gar nicht an die frischen dran braucht, ist das echt super angenehm. Und ich finde die so schön. Die sind... Na, hast du die jetzt gefressen? Ich finde die einfach ganz, ganz toll. Ich mag die gerne. So, die sammeln wir auch noch ein. Und die hier. Ach guck, hier sind direkt ganz viele auf einmal. Guck mal, die ist noch nicht verwelkt. Die sind so hübsch. So. Vorsicht, kleine Kuh. Zack. Und da haben wir sie schon alle zusammen. Das ging ja flott hier. Nein, also ihr könnt euch definitiv darauf gefasst machen, dass in der nächsten Folge ein Pferdekauf folgt. Wie gesagt, ich weiß nur einfach noch nicht, welches von beiden. Ich könnte auch natürlich sagen, hey, ich hole mir beide. Aber, boah. Wobei es natürlich sinnig wäre, wenn ich... Sparen würde ich dabei definitiv. Wenn ich mir sowieso überlege, mir vielleicht beide zu holen, dann sollte ich das tun. Es ist noch ein bisschen schwierig. Danke für die Blumen. Jetzt kann ich Farbe für dich machen. Es wird ein bisschen dauern. Komm also morgen wieder. Okay, gut, ja. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ah, ich weiß es nicht. Nein, das ist dann halt wieder eigentlich so gegen das, was ich normalerweise machen möchte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich spare halt damit momentan einen Riesenhaufen Kohle. Es ist schwierig, es ist schwierig. Was wollte ich machen? Eigentlich ist es... Ach ja, genau, ich wollte hier noch ganz kurz was in dem Shop gucken. Wenn wir gerade schon mal in Veildale sind... Die Decke, ach ja, die hatte gar keine Geschwindigkeit. Ich liebe diese Decke total. Ich kann hier gar nicht... Stimmt, bei den alten Shops ist ja teilweise das mit der Kameraperspektive wechseln noch nicht drin. Hier seht ihr die besser. Ich finde die so toll, aber die ist leider nicht Chumpy-tauglich. Das ist so traurig. Die hier auch nicht, oder? Nee. Das ist echt schade, weil ich mag dieses Design mag ich total gerne.
Haben wir hier überhaupt champi-taugliche Decken bei? Die auch gut aussehen? Die hier, die ist ganz schlicht. Haben wir die hier noch? Oha, die, ja. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, okay, die Hufeisen sind noch nicht so gut. Nee, lasse ich erstmal noch sein. Gut, ich hätte dann gesagt, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt mit der Auflösung in den nächsten Folgen auch noch so bleibt. Müssen wir mal schauen. Und ja, wie gesagt, wegen dem Araber, ich überlege halt noch, weil ich wollte definitiv mehrere Araber, aber ich weiß nicht, ob ich mehrere Araber-Pintos wollte, weil es gibt auch noch einfarbige, die ich durchaus entweder wieder kaufen würde oder auch zum ersten Mal kaufen würde. Deswegen bin ich halt so super, super unentschlossen. Ganz, ganz schwierige Kiste. Also ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden, bin dann auch mal gespannt, was ihr zu dem Thema Araber Pintos so in die Kommentare reinhaut. Und ja, dann macht's gut und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss!